Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Ich hoffe, dass Sie mich von nun an ein bisschen besser verstehen können. Ich habe ein neues Mikro hier mir zugelegt und ich hoffe, dass das ganz gut funktioniert. Ja, das ist das Lernvideo Nummer 12. Es wird ein neues Kapitel begonnen, nämlich das Kapitel Hilberträume. Und in diesem Kapitel möchten wir uns zunächst zur Motivation mit dem wichtigsten Beispiel für unsere Vorlesung eines Hilbertraums beschäftigen, nämlich den RD mit der 2-Norm. Wir werden diese Paarung dann euklidischen Raum nennen. Und wir werden sehen, dass die 2-Norm ganz besondere geometrische Eigenschaften besitzt. Und dann werden wir uns das Standard-Skalarprodukt auf dem RD ansehen und die Verbindung zur 2-Norm kennenlernen. Wir werden dann diese Struktur auf beliebige, möglicherweise unendlich dimensionale normierte Räume verallgemeinern und das führt dann zum Begriff des Hilbertraumes. Der Einfachheit halber beschäftigen wir uns in diesem Kapitel nur mit Vektorräumen über R. Man kann die Strukturen auch für komplexe Vektorräume einführen, aber das werden wir hier nicht tun. Um das Kapitel zu motivieren, möchten wir uns an ein paar Strukturen aus der linearen Algebra erinnern, und zwar um Transformation des RD, und genauer gesagt möchten wir uns zunächst mal affin lineare Transformationen ansehen. Das sind also Abbildungen, hier T genannt, die einem Vektor aus dem RD wieder einen Vektor aus dem RD zuordnen, und die sollen affin linear sein. Das bedeutet, die sind auf alle Fälle von der Form Tx wird auf Qx plus C abgebildet, und hier ist Q eine Matrix und C ein Vektor. So, und wir möchten uns nun zum Beginn eine geometrische Anschauung erarbeiten, was solche affin-linearen Transformationen denn tun und ob es spezielle affin-linearen Transformationen denn gibt. Wir machen das, indem wir am besten Bilder in zwei Dimensionen malen, denn in zwei Dimensionen kann man das ganz gut hier machen. Und dazu male ich mal zwei Koordinatensysteme auf, die den R2 repräsentieren. Hier zum einen mal den R2 im Definitionsbereich und hier auf der rechten Seite den R2 im Bildbereich. Und hier haben wir die lineare Abbildung T. Vielleicht die erste einfache Beobachtung ist, wenn wir uns mal überlegen, was passiert, wenn wir eine Gerade haben. Im Definitionsbereich, ich male die mal lieber mit Farbe, und uns die Frage stellen, worauf wird denn so eine Gerade abgebildet mit einer affinen linearen Transformation, dann stellt man fest, weil die aufgrund der linearen Struktur, die so eine affinen lineare Transformation hat, dann wird eben diese Gerade auch auf eine Gerade abgebildet, die zum Beispiel so aussehen könnte. Die ist verschoben und gedreht und vielleicht auch verzerrt in einer gewissen Form. Okay, also Geraden werden auf Geraden abgebildet durch affin-lineare Transformationen. So, um ein besseres Verständnis zu gewinnen, schauen wir uns mal den Spezialfall an, dass Q, die Matrix Q, eben die Identität ist. Ja, in dem Fall reduziert sich hier diese Transformation auf x plus c, und dann ist diese Transformation einfach eine Translation um den Vektor c. Das bedeutet, wenn wir hier mal so einen Vektor c einmalen, der könnte zum Beispiel so aussehen, das wäre jetzt ein Translationsvektor c, und wir uns mal die Frage stellen, worauf hier dieser Kreis abgebildet wird, beziehungsweise worauf so ein Dreieck abgebildet wird, dann sieht man sofort, ja, okay, die werden eben transliert um diesen Vektor c, und das sieht dann ungefähr so aus, dass man eben diese Bilder, die zunächst hier liegen, dann eben verschieben muss gemäß diesem Vektor. Das heißt, so könnte ungefähr das Bild dann aussehen unter T. Was man hier feststellt, wenn man einfach so eine Translation hat, ist, dass ein Kreis auf einen Kreis abgebildet wird, auch mit selben Radius, halt mit einem verschobenen Mittelpunkt. Und so ein Dreieck wird auf ein Dreieck abgebildet, und die Dreiecke
haben dieselbe Seitenlänge und selben Winkel und dieselbe Umlaufrichtung, das heißt, sie sind kongruent, aber sie liegen an einer anderen Position. Okay, also dieses C ist einfach eine Translation und weil wir das jetzt schon gut verstehen, sagen wir von nun an, dass dieses C einfach mal die 0 ist. Das heißt, wir schauen uns nur noch lineare Transformationen für einen Moment an. Und wir möchten jetzt ein bisschen besser verstehen, was dieses Q macht. Und als erstes verallgemeinern wir mal die Situation, indem wir nicht für Q nur die Identität wählen, sondern mal ein Vielfaches der Identität. Sagen wir mal zweimal die Identität. Oder besser einhalb, damit die Bilder dann auch hier auf besser angemalt werden können. Okay, und was passiert da nun? Man kann sich schon vorstellen, diese Formen, die werden eben um einen Faktor 2 verkleinert. Und das könnte dann etwa so aussehen. Man sieht aber auch, ein Kreis wird auf einen Kreis abgebildet, der Radius ist jetzt nur noch halb so groß und so ein Dreieck wird auf dasselbe Dreieck, nur verkleinert, eben abgebildet. Ja, man kann das noch ein bisschen allgemeiner gestalten und sich mal Matrizen in Diagonalform ansehen, die in der ersten im ersten Diagonaleintrag eine 2 haben und im zweiten meinetwegen ein halb. Das bedeutet, die Komponenten, die Vektoren oder die Komponenten der Vektoren in diese erste Koordinatenrichtung, die werden gestreckt und im Faktor 2 und in die zweite Koordinatenrichtung werden die Vektoren gestaucht und im Faktor ein halb. Und das könnte dann ungefähr wie folgt aussehen. Also wir müssen in diese Richtung stauchen um Faktor 1/2 und in diese Richtung müssen wir strecken um Faktor 2. Und was man hier dann sieht, ist, dass ein Kreis nicht mehr auf einen Kreis abgebildet wird, sondern eben auf eine Ellipse. Und so ein Dreieck wird eben noch auf ein Dreieck abgebildet. Das liegt an der Linearität der Abbildung T. Aber die Längen der Seiten haben sich geändert und auch die Winkel haben sich geändert. Ja, und wir möchten uns jetzt eine andere Klasse von Matrizen Q anschauen, die besondere Eigenschaften haben, nämlich die sogenannten orthogonalen Matrizen. Man nennt, das wissen Sie aus der linearen Algebra, eine Matrix orthogonal, falls das Inverse der Matrix durch die Transposition der Matrix gegeben ist. Und man bezeichnet normalerweise die Menge aller orthogonalen Matrix mit dieser Schreibweise hier. Und Sie haben auch bestimmt schon festgestellt in der linearen Algebra, dass die Menge aller orthogonalen Matrizen mit einem Matrixprodukt eben eine Gruppe bildet. Das heißt, wenn Sie zwei orthogonale Matrizen haben und das Produkt bilden, dann kommt eine orthogonale Matrix raus und Sie finden eben zu jeder Matrix ein inverses Element, indem Sie einfach die Transposition bilden. Nun, wie kann man sich jetzt solche Transformationen mit einem Q, welches durch eine orthogonale Matrix gegeben ist, vorstellen? Nun, das sind Transformationen, die Winkel erhalten und auch Längen erhalten. Das bedeutet, wenn ich hier mal das lösche, wenn dieses Q jetzt orthogonal ist, dann könnte so eine Transformation eben wie folgt aussehen. Wir nehmen diese zwei Formen, wir können die irgendwo hin verschieben, dabei bleiben Längen und Winkel erhalten, aber wir können zum Beispiel auch diese Objekte drehen. Und dann verschieben. Und das wäre jetzt ein Beispiel für eine Transformation mit einem Q, das eben orthogonal ist. Und man nennt nun diese Menge der affinen linearen Transformationen mit einem Q aus OD und einem C aus RD die euklidischen Transformationen. Und es sind genau, das kann man zeigen, genau die linearen Transformationen, welche eben Längen und Winkel erhalten
Und man kann diese Transformation immer darstellen als eine Komposition, eine Hintereinanderausführung von Translation, Rotation und Spiegelung. Ja, wenn wir kurz mal bei dem Wort Länge bleiben und uns nochmal klar machen, was das denn mathematisch bedeutet, dann heißt es in der Analysis ja, dass wenn wir zwei Punkte haben, zum Beispiel diese beiden hier, oder entsprechend im Bildraum, diese beiden hier, ich nenne die mal x und y, und die hier dann eben tx und ty. Naja, wenn wir über Abstände sprechen möchten, dann benötigen wir eine Metrik. Und wir haben gesehen, dass es auf dem RD unendlich viele Metriken gibt. Zum Beispiel können wir für jeden Exponenten p eine Metrik definieren, also einen Abstand definieren, indem wir uns die p-Norm ansehen. Ja, und mit dieser Metrik kann man dann die Aussage, dass eine Transformation eine Länge erhält, wie folgt ausdrücken. Die Länge dieses Streckenstücks im Definitionsbereich soll eben gleich der Länge sein im Bildbereich. Genau. Und jetzt stellt man aber fest, dass diese Identität gar nicht richtig ist, wenn wir das p nicht richtig wählen. Wir werden sehen, dass nur für p gleich 2 und für beliebige Vektoren xy es wahr ist, dass diese Identität gilt für jede euklidische Transformation. Das bedeutet, die 2-Norm ist die einzige Norm, die eben invariant ist unter euklidischen Transformationen. Und deshalb nennt man den RD ausgestattet mit der 2-Norm den euklidischen Vektorraum RD. Und das ist eine ausgezeichnete Eigenschaft der 2-Norm auf dem RD und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer ansehen. Zunächst einmal stellen wir fest, dass in diesem Lemma, dass die 2-Norm tatsächlich invariant ist unter euklidischen Transformationen. Und hier steht nochmal die Übersetzung in mathematische Formeln. Das hatten wir gerade schon hingeschrieben. Das heißt, für jede euklidische Transformation und beliebige Vektoren xy gilt, dass der Abstand der Bilder gemessen in der 2-Norm gleich dem Abstand der Urbilder in der 2-Norm ist. Ja, beweisen wir das kurz. Dazu sei eben Q eine orthogonale Matrix und C Translationsvektor und T von der Form Qx plus C. Zunächst kann man sich mal klar machen, dass da Q orthogonal ist, dass dann, da Q transponiert das gleiche ist wie Q invers, Q transportiert mal Q die Identitätsmatrix ist. Und das bedeutet, wenn wir uns die Komponenten mal ansehen von Q transponiert Q, dann ist es genau dann 1, wenn i gleich j ist, das heißt, wenn man sich eine Komponente auf der Diagonalen ansieht und sonst 0. Und für diese Fallunterscheidung hat man eine Kurzschrift, das ist dieses Kronecker Delta. Das ist eine Zahl, die entweder 1 oder 0 ist und die ist eben 1, wenn i gleich j ist und sonst 0. Okay, jetzt nehmen wir uns auch zwei Vektoren her, xy aus RD, und wir schreiben einfach mal auf, was die linke Seite hier macht. Tx minus ty. Naja, wenn man hier die Definition einsetzt, dann sieht man, dass sich diese Translation wegkürzt. Und wir können jetzt die Linearität noch verwenden, der Abbildung x nach qx. Das heißt, hier steht dann q mal x minus y und davon die 2-Norm. Und was wir zeigen müssen, ist, dass das das gleiche ist wie die 2-Norm von x minus y. Das ist also zu zeigen. Und das bedeutet insbesondere, dass man eigentlich nur nachweisen muss, dass für alle x aus RD die Norm
von Qx dasselbe ist wie die Norm von x. Wir können einfach x minus y durch x substituieren. Das ist auch nur ein ganz normaler Vektor im RD. Also das müssen wir letztlich zeigen. Und das schreiben wir jetzt auch tatsächlich aus. Wir schreiben mal die 2-Norm aus und es ist praktisch, dass man hier beide Seiten quadriert. Dadurch hat man eine äquivalente Identität, das sind ja nicht negative Zahlen, die dort stehen. Und dann kann man diesen linken Ausdruck eben ausschreiben, indem man die Definition der 2-Norm verwendet. Dazu muss ich also mir die ith Komponente von Qx anschauen und zum Quadrat nehmen. Jetzt schreiben wir noch aus, was es bedeutet, dieses Matrix-Vektorprodukt auszurechnen. Da muss ich also auch summieren, j gleich 1 bis d, die Einträge q, i, j, x, j. Ich kriege den Ith-Eintrag von dem Vektor qx, indem ich eben das hier ausrechne und da fehlt das Quadrat. Ich schreibe das Quadrat jetzt aus. Das ist ein Faktor vom Quadrat und dann kommt noch der zweite Faktor vom Quadrat. Und anstatt den Index jetzt j zu nennen, nenne ich den jetzt mal lieber k. Und jetzt kann ich umsortieren. Und zwar kann ich die Summationsreihenfolge hier verändern und ich möchte als erstes diese Summation in i durchführen. Das heißt, hier steht dann j gleich. Hier steht also j gleich 1 bis d, k gleich 1 bis d und dann hier drin, das setze ich in Klammern, i gleich 1 bis d, q, i, j, q, i, k und hier hinten steht dann x, j, x, k. Und was man sich jetzt klar machen muss, ist das, was hier steht. Das ist nichts anderes als die j-Karte-Komponente von q transponiert q. Ich versuche das mal hier anzudeuten, indem ich das mal hier hinschreibe. Das ist also gleich q transponiert q und dann die Komponente jk. Und jetzt haben wir festgestellt, dass aber dieses Q transponiert Q ist eine Diagonalmatrix, das ist die Identität. Das heißt, diese Zahl, die hier raussteht, ist entweder 0 oder 1 und sie ist genau dann 1, wenn J gleich K ist. Und in dem Fall und hierdurch, durch diese Beobachtung, das ist genau das, was hier steht, durch diese Beobachtung kollabiert nun diese Doppelsumme zu einer einfachen Summe. Das heißt, wir müssen nur noch über j summieren und dann steht hier xj mal xk, falls k gleich j ist, also steht hier xj Quadrat und das ist nichts anderes als die 2-Norm von x zum Quadrat. Und dann haben wir dieses kleine Lemma bewiesen. So. Das nächste Lemma ist sozusagen die Rückrichtung, die Umkehrung des vorangegangenen Lemmas. Was hier steht, ist, wenn wir eine beliebige Norm auf RD haben, nicht nur eine P-Norm, sondern eine beliebige Norm, die invariant unter euklidischen Transformationen ist. Das heißt, diese Eigenschaft hier hat für beliebige Vektoren xy und beliebige euklidische Transformation t, dann ist die im Wesentlichen schon die 2-Norm, bis auf eine Multiplikation mit einer positiven Konstante. Das ist hier die Aussage. Das bedeutet, diese 2-Norm hat eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, die einzige Norm bis auf einen Vorfaktor zu sein, die eben invariant ist unter euklidischen Transformationen. Und deshalb nennt man jetzt ein RD mit der 2-Norm den euklidischen Vektorraum RD. Das möchten wir jetzt auch beweisen und wir erinnern uns in dem Beweis zunächst mal aus einem Fakt,
aus der linearen Algebra. Und zwar zeigt man dort, dass man für jeden Vektor, der normiert ist bezüglich der 2-Norm, eine orthogonale Matrix finden kann, sodass sich der Vektor darstellen lässt als Q angewendet auf den ersten Einheitsvektor. Und wie ist da das Bild? Nun, man hat hier den Ursprung und hier vielleicht diesen Vektor E und hier den Vektor E1 und dann wählt man das Q so, dass dieser Punkt in diesen Punkt hier gedreht wird. Okay, sowas kann man eben explizit hinschreiben. Und das möchten wir jetzt benutzen. Und was wir ja zeigen müssen, ist diese Identität, die hier steht. Also die Norm eines jeden Vektors x lässt sich als Vorfaktor lambda, der nicht von x abhängt, mal die 2-Norm des Vektors darstellen. Zunächst stellt man mal fest, dass diese Identität trivial ist, wenn x der Nullvektor ist, weil dann steht auf beiden Seiten 0, was an der absoluten Homogenität der Normen generell eben liegt. Das heißt, wir können uns jetzt damit begnügen, diese Identität für x ungleich 0 zu zeigen. Also sei x in Rd ungleich 0. Wenn x ungleich 0 ist, ist auch die Norm von x ungleich 0 und wir können uns den Vektor x über 2 Norm von x ansehen. Dieser Vektor hat jetzt 2 Norm 1. Und das heißt, wir können auf diesen Vektor diesen Faktor aus der linearen Algebra anwenden. Das ist also sozusagen unser E. Und wir finden dann ein Q, sodass dieser Vektor sich schreiben lässt als das Produkt von Q mal E1. Dieses Q hängt natürlich von x ab. Und naja, für uns ist es jetzt besser, das anders aufzuschreiben, und zwar das Ganze mit der 2-Norm von x zu multiplizieren. Dann kriegen wir eben diese äquivalente Identität hier. Okay, und jetzt rechnen wir mal einfach aus, was die Norm ist von x. Wir verwenden als erstes diese Darstellung. Die absolute Homogenität der Norm. Und jetzt haben wir hier es mit dem Bild von E1 unter einer euklidischen Transformation zu tun, denn dieses Q ist ja eine orthogonale Matrix. Und die Voraussetzung in diesem Lemma war, dass diese Norm, die hier steht, eben invariant ist unter solchen Transformationen. Das heißt, das, was da steht, ist nichts anderes als die Norm von E1. Und dann haben wir schon bewiesen, dass eben die Norm von x das gleiche ist wie die Norm von 1 mal die 2-Norm von x. Und wenn wir jetzt Lambda definieren als die Norm vom ersten Einheitsvektor, dann haben wir dieses Lemma hier bewiesen. Vielleicht ein Punkt ist noch, okay, E1 ist ein Einheitsvektor, jetzt könnte man sich denken, ja, Lambda ist 1. Das ist natürlich nicht richtig. Unsere Einheitsvektoren haben wir ja definiert, in dem Fall der erste Einheitsvektor als der Vektor, dessen erste Komponente 1 ist und alle anderen Komponenten sind 0. Dieser Vektor hat Norm 1 für alle p-Normen, aber wenn wir jetzt eine beliebige andere Norm nehmen auf Rd, dann muss da nicht unbedingt 1 rauskommen. Gut, aber damit haben wir dieses Lemma bewiesen. Ja, wir werden uns jetzt eine sehr wichtige Struktur auf dem Rd angucken, nämlich das Standard-Skalarprodukt. Und wir werden sehen, dass es eng verknüpft ist mit der 2-Norm. Ja, das Standard-Skalarprodukt wird hier definiert in diesem Lemma. In dem Lemma, das ist eine Mischung aus einer Definition und einem Lemma. Da führen wir erstmal das Standard-Skalarprodukt hier ein und dann weisen wir ein paar wichtige Eigenschaften nach. Okay, also das Skalarprodukt nimmt zwei Vektoren und bildet es auf eine reelle Zahl ab. Und hier sieht man die Funktionsvorschrift, man summiert die Produkte der Komponenten auf. Und dann kann man nachweisen, dass verschiedene Eigenschaften gelten. Die erste Eigenschaft ist Bilinearität.
Das bedeutet, dass wenn wir jetzt bei dieser Abbildung, die ja zwei Vektoren nimmt, einen Vektor festhalten, einen fixieren, zum Beispiel den ersten Vektor hier, dann und nur noch y variieren lassen, dann haben wir es mit einer Abbildung von RD nach R zu tun und die ist linear, ganz offensichtlich. Und andererseits, wenn wir y fixieren und x variieren, dann haben wir es mit einer Abbildung zu tun, die auch wieder von RD nach R geht und die ist auch offensichtlich linear. Und das meint Bilinearität. In jeder Komponente ist diese Abbildung linear. Dann ist die Abbildung symmetrisch. X mal y ist dasselbe wie y mal x. Das sieht man auch sofort. Das folgt aus der Kommutativität des Produktes in R. Und sie ist positiv definiert, was so viel heißen soll wie x mal x ist größer gleich 0 für alle Vektoren x und genau dann 0, wenn x der Nullvektor ist. Ja, x mal x, wenn wir daraus die Wurzel nehmen, das können wir hier nochmal hinschreiben, das ist dann das gleiche wie x Quadrat und dann die Wurzel und dann sehen wir schon, dass das ja nichts anderes ist als die Definition der Zweinorm von x. Und das heißt, aufgrund dieser Identität und der positiven Definitheit der Zweinorm sehen wir auch sofort, dass diese Eigenschaft C richtig ist. Und die letzte Eigenschaft ist die Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Und wenn man da jetzt mal scharf hinguckt, was da steht und das ausschreibt auf der linken Seite, dann steht hier der Betrag von xi mal yi, i gleich 1 bis d. Und gut, das kann ich auch nach hinten ziehen mit der Dreiecksungleichung für den Betrag. Und dann steht hier x, y, i. Und wenn ich jetzt die Hölder'sche Ungleichung anwende mit Exponenten 2 und 2, das sind zwei duale Exponenten, dann steht hier gerade die Zweinorm von x mal die Zweinorm von y. Und diese Hölder'sche Ungleichung mit Exponenten 2, 2, die nennt man Cauchy-Schwarz-Ungleichung im Fall des Standard-Skalarproduktes. Ja, damit haben wir eigentlich auch dieses Lemma schon komplett bewiesen und das Standard-Skalarprodukt eingeführt. Also halten wir nochmal fest, das Standard-Skalarprodukt ist so definiert und es besitzt diese drei Eigenschaften: Bilinearität, Symmetrie und positive Definitheit. Und wir werden jetzt ein paar Gleichungen für den euklidischen Vektorraum RD beweisen, die das Standard-Skalarprodukt involvieren. Und wichtig ist festzuhalten, dass man bei diesen Rechnungen nur diese drei Eigenschaften verwendet und diese Identität für die Zweinorm, nämlich die Tatsache, dass man die Zweinorm mithilfe des Standard-Skalarproduktes ausdrücken kann. Ich betone das deshalb, weil wir dann im nächsten Lernvideo auf beliebigen Vektorräumen das Skalarprodukt einführen werden als eine Abbildung, welche eben genau diese Eigenschaften besitzt. Und dann übertragen sich die Lemmas, die wir jetzt gleich konkret hier für den RD beweisen werden, eben auch für diese allgemeinere Situation. Und das erste Lemma ist dieses hier. Ich möchte, bevor wir das uns angucken, zunächst mal an die binomische Formel erinnern oder die binomischen Formeln. Also wenn x, y reelle Zahlen sind, dann wissen wir x plus y zum Quadrat ist x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat, indem wir das Quadrat ausmultiplizieren. Und x minus y ist eben x Quadrat minus 2xy plus y Quadrat. Und wenn wir jetzt die beiden Identitäten voneinander abziehen, also wenn wir jetzt hier noch auf beiden Seiten ein Minuszeichen davor schreiben, dann fallen diese Quadrate weg und aus dem Minus und diesem Minus wird ein Plus, dann steht hier also x plus y Quadrat minus x minus y Quadrat ist demnach 4xy und wenn wir die 4 auf die linke Seite bringen, dann haben wir diese Identität. Ja, und das Gleiche gilt jetzt eben nicht nur auf R, sondern eben auch auf dem RD. Und das, was hier ein Produkt war, ein Produkt, das eben hier aufgetaucht ist, x mal y zwischen zwei reellen Zahlen oder x mal x,
wird einfach ersetzt durch das Skalarprodukt zwischen Vektoren. Und dann gelten diese binomischen Formeln und diese Formel da unten, die man dann Polarisationsformel nennt, eben auch für das Standard-Skalarprodukt. Das heißt, um das nochmal aufzuschlüsseln, für beliebige Vektoren xy gilt beispielsweise das x plus y und dann die 2-Norm zum Quadrat genommen. Das gleiche ist wie die 2-Norm zum Quadrat von x plus die 2-Norm zum Quadrat von y plus 2 mal x Skalarprodukt mit y. Und man kann dieses Lemma genauso beweisen, wie man die binomische Formel bewiesen hat, indem man einfach ausmultipliziert im Skalarprodukt. Wichtig ist aber hier dieser Punkt, der noch eine Rolle spielen wird. Wenn man sich das mal anschaut, dann hat man hier eine Identität, die doch ganz schön ist, nämlich auf der rechten Seite steht das Skalarprodukt und auf der linken Seite stehen nur Ausdrücke, in denen die Norm vorkommt. Ja, die nächste Identität, die wir diskutieren möchten, ist die Parallelogrammgleichung. Die steht hier. Hier sind xy-Vektoren und man betrachtet immer die 2-Norm. Man kann sich die Gleichung am besten einprägen, indem man sich mal ein Parallelogramm hinmalt, zum Beispiel dieses hier. Und dann stellt man fest, wenn jetzt dieser Vektor hier x ist und dieser Vektor y, dass dann dieser Vektor von hier nach hier der Vektor x plus y ist und der Vektor von hier nach hier ist x minus y. Und die Parallelogrammgleichung sagt nun, dass die Summe der Quadrate der Längen der blauen Vektoren gerade das Doppelte ist wie die Summe der Quadrate der beiden roten Vektoren. Ja, so kann man sich das einprägen. Diese Parallelogrammgleichung ist ganz wichtig und interessant. Zunächst stellt man fest, dass hier auf beiden Seiten ja Normen stehen. Und man kann sich fragen, wenn man jetzt einen normierten Vektorraum hat, ob diese Gleichung dann auch für die Norm in diesem normierten Vektorraum dann richtig ist. Und die Antwort ist im Allgemeinen nein. Wir werden sehen, dass diese Identität, die hier steht, nur, und wenn man jetzt nur die p-Norm betrachtet auf Rd, nur dann richtig ist, wenn p gleich 2 ist. Und wir werden dann später sehen, wenn wir das Skalarprodukt im nächsten Lernvideo einführen werden, auf einem beliebigen normierten Vektorraum und dann den Begriff des Hilbertraums kennenlernen werden, dass man in einem normierten Vektorraum genau dann ein passendes Skalarprodukt einführen kann, wenn die Norm diese Parallelogrammgleichung erfüllt. Von daher ist es eine wichtige Gleichung. Okay, und damit sind wir am Ende dieses ersten Lernvideos zum Thema Hilberträume. Bis zum nächsten Mal.